Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Titel von Broken Sword. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger. Mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht so hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11, hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay. Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen, denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen, Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Ich schaue mich noch ein wenig um. In Ordnung. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der De Vasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor. Das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig, wo ist er? Woher soll ich das wissen? Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay, wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle, Sie? Richtig.
Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein, ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung, haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie, hier. Das sind Haselnüsse. Die Gräfin hat also das Gefühl, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wurde. So direkt würde ich das nicht sagen. Ihre Entdeckung des Kelches ist der Beweis, dass die Tempelritter die De Vasconcellos nie im Stich gelassen haben. Das bedeutet meiner Herrin sehr viel. Kennen Sie die Geschichte von dem verschwundenen Kelch? Man ging allgemein davon aus, dass die Häscher der Inquisition ihn gestohlen haben, als sie in Abwesenheit von Don Carlos in dessen Haus eindrangen. Natürlich haben die alles geleugnet, genau wie sie leugneten, die Kinder verschleppt zu haben. Und ebenso natürlich glaubte ihnen niemand. Aber Sie haben doch die Wahrheit gesagt. Der Kelch war gut vor ihnen versteckt worden. Und Sie glauben nicht, dass Sie auch in Bezug auf die Kinder die Wahrheit gesagt haben? Madre Dios, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber was ist dann mit Ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Wenn die Inquisition Sie nicht mitgenommen hat, wer dann? Sie müssen mit meiner Herrin darüber sprechen. Verlassen Sie sich drauf. Bis später, Lopez. Adios, Señor Stobart. Das sieht sehr nach einem Haselnussstrauch aus. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt habe ich meine Wünschelroute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Route an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Routenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im Nullkommanichts gefunden haben. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lopez wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mägt mir doch einer ein Hühnchen.
Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ein großer steinerner Löwenkopf mit einem aufgerissenen Maul voller Reißzähne. Soweit ich das beurteilen konnte, hat seit Jahrhunderten keiner mehr einen Blick darauf geworfen, während es in den kühlen Schatten wartete. Die Worte des Psalms gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Errette mich vor dem Maul des Löwen. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Que susto me has dado? Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Ich wünschte mir, ich hätte... Fühlt sich an wie... Ich wurde fast... Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung, so glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Sesam, öffne dich. Noch eine Geheimtür. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß.
Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Cäsar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Cäsar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid. Indigo Isatis Tinctoria. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie, von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Es muss fast Sonnenaufgang sein. Ich schätze ja, und wir müssen fast da sein. Irgendwo da draußen im Dunkeln liegt Schottland. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um bis hierhin zu kommen. Ja, hoffentlich war es das wert. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen will, Nico. Ist das der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt dafür, George? Vielleicht bekommen wir keine weitere Chance mehr dazu. Ich will diese Gelegenheit nicht verpassen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich möchte jetzt nirgendwo sonst in der Welt sein als hier bei dir. Du bist erschöpft. Warum versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen? Schlafen? Um diese Tageszeit? Aufgeregt, wie? Möchten Sie etwas, um besser schlafen zu können, Liebes? Ich habe ein paar Tabletten in meiner Handtasche. Oh, nein, vielen Dank. Danke trotzdem, Madame. Verzeihen Sie. Ja, mein Lieber? Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 17:45.
aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Ich vermute, Espresso-Bars und Boogie-Woogie sind mehr euer Stil, was, Kinder? Das stimmt. Es gibt nichts, was George mehr Spaß macht als ein guter Boogie. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja. Und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Och, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Kannst du nicht mal stillsitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist... Oh nein, dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist ein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht können wir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnerte. Hey, Klug, Marquis Mörder. Thank you.
Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Hi, kleine Party? Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Bescher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab ich gar nicht gemerkt. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau, und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nix, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Bis später. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Dann schau mal gut hin. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbart. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neo-Templer her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolay, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald.
an der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnte. Wie sind Sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbart. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Außerdem habe ich eine Schwester, die dort direkt um die Ecke eine Tankstelle betreibt. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Ja, das war's schon wieder mit Broken Sword. Ich hoffe, ihr seid bei dem nächsten Teil wieder dabei. Bis bald, euer Kasi Abis. Tschüss.